Oder um mal den, ich glaube mal, letzte Woche hier den sehr geschätzten Frank Goosen zu zitieren, der immer den schönen Satz bekommen hat von seiner Großmutter: Woanders ist auch scheiße. Hast du, Werner, mitgekriegt, was die junge Frau neben dir in Deutschland ausgelöst hat, sagen wir jetzt mal ganz allgemein? Ich bitte mich jetzt nicht für einen Snob zu halten. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Minute von dieser Dschungelsendung gesehen. Ich auch nicht. Du, ja, sehr gut. Sehr gut. Herr Eichel auch nicht. Das ist gut. Guckst du Dschungelcamp? Nein, Katrin? Ich gucke kein Dschungelcamp. Also ich kenne schon, ich habe schon ein paar Ausschnitte und so gesehen. Und ich bin gerade bei dieser Staffel, ich habe es echt versucht und hatte aber das Pech, dass in dem Moment, als ich wieder reingeseppt habe, hat gerade irgendjemand wieder Hoden gegessen und die Flüssigkeit ist ihm ins Gesicht gespritzt und mir wurde so schlecht, dass ich wieder weiterschalten musste. Also, ja, ich bin auch diesmal leider wieder nicht reingekommen. Das läuft nicht so gut zwischen mir und der Sendung. Aber damit ich mich jetzt nicht als total unwissend darstelle, ich lese ja jeden Tag die Zeitung und habe einmal gelesen, was diese junge Dame geantwortet hat auf die Frage, warum sie es gemacht hat. Ich hoffe, dass ich es jetzt annähernd richtig zitiere. Sie wollte bekannt werden und viel Geld verdienen. Ich finde das vollkommen legitim. Ja, das ist richtig. Die Frage ist, war es so, Larissa? So ähnlich, ja. So ähnlich, nicht? Ja. Larissa, um jetzt mal ganz von vorne anzufangen, weil hier lauter Unwissende sitzen. Wie würdest du den beiden Herren links und rechts von dir erklären, was das Dschungelcamp ist und was du da gemacht hast? Das Dschungelcamp ist nichts anderes als ein Dschungel. In Australien, wo Leute aus der Entertainment-Industrie reingehen, um Geld zu verdienen und ihr Image entweder verbessern wollen oder verschlechtern. So, das ist eine schöne Definition. Das beim Dschungelcamp, was halt sehr... Das Interessante beim Dschungel ist, man kann sich wirklich selbst das Genick brechen. Also sprich, man kann rauskommen. Und bist du Arsch? Man geht ja schon mit dem Risiko rein, in dieses Ungewisse. Was passiert dort eigentlich? Man geht ja schon rein in das Ungewisse und man weiß, dass man der Karriere sehr schaden könnte. Mhm. Und ich glaube auch, also in meinem Fall, mir wurde ja zuerst auch davon abgeraten von mehreren Seiten. Mhm. Aber ich habe mich dann am Ende doch dazu entschieden, weil ich hatte ja schon diesen Reality-Stempel auf eine Art und Weise. Weil du bei Germany's Next Topmodel war, bei Austria's Next Topmodel. Und ich habe schon sehr viele Reality-Sendungen, also ich habe sehr viel... Das hast du auch gewonnen, ne? Genau, ich habe es gewonnen, hatte schon sehr viel Erfahrung. Ja. Und ich dachte mir, ich gehe da schon rein einfach mit einem Optimismus, ziehe einfach mein Ding durch. Und es ist eine Unterhaltungsshow. Der Dschungel ist eine Unterhaltungsshow. Das mit den Prüfungen, das kommt dann dazu, habe ich mir auch anders vorgestellt. Ja. War weniger unterhaltsam für mich. Aber im Großen und Ganzen ist der Dschungel halt auch mittlerweile eine interessante Unterhaltungsshow, die wirklich Leute aus verschiedenen Branchen schauen sich das an. Warum hast du das andere sozusagen erstmal angefangen? Also Austria's Next Topmodel, Germany, um berühmt zu werden, reich zu werden, keine Ahnung was zu werden. Was war das Ziel? Warum macht man das? Ich muss ganz ehrlich sagen, zum Beispiel Austria's Next Topmodel, ich bin eigentlich leidenschaftliche Theaterschauspielerin. Mhm. Also ich habe auch zurzeit wieder eine Anfrage vom Theater bekommen. Aber das ist jetzt noch nicht fixiert, da wird man drüber reden. Aber ich bin eigentlich eine leidenschaftliche Theaterschauspielerin. Ich war schon mit 14 am Theater, habe dort angefangen. Und das mit den Modeln, das war, um ehrlich zu sein, am Anfang war das eher so, ich war in der Schule oft das hässliche Entlein, also mir hat niemand was zugetraut und ich dachte, okay, ich zeig's euch jetzt allen. Nur mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, mache ich Sachen nur noch, weil ich es will. Also ich will nicht, ich will den anderen nichts mehr beweisen, sondern mir selbst. Mhm. Das ist über die Jahre dann so gekommen. Also ich habe sehr viel dazugelernt. Und hast du im Dschungel geschauspielert? Sagen wir so, ich glaube mal, ich meine, ich bin eine ausgebildete Schauspielerin und der Dschungel ist ja auch eine Unterhaltungsshow. Aber ich bin auch... In allem, was ich tue, habe ich sehr viel Charakter und ich verstelle mich also nicht. Mhm. Aber natürlich, ich bin ausgebildet worden, um Leute zu unterhalten. Das ist auch ein Job. Auf der anderen Seite bleibe ich mir aber selbst treu.
Also sprich, ich muss mir nicht verstellen, mache ich auch nicht. Ja. Mir ist es ganz wichtig, dass man authentisch bleibt. Aber natürlich, auf die Frage kann ich jetzt nicht ja, nicht nein sagen. Ich will nämlich, dass der Zuschauer sich selbst ein Bild macht. Und lass mich die Frage noch mal anders formulieren. Hast du im Dschungel geschauspielert? Was würdest du sagen? Das war die Frage, um die es immer ging. Bezüglich diverser, was denn zum Beispiel? Bezüglich diverser Stolperer oder... Also wie oft bist du wirklich hingefallen zum Beispiel? Wie oft bist du wirklich gestolpert? Das Problem ist, ich habe lange Beine. Über die stolpert man. Es ist wirklich so. Wenn man große und lange Beine hat, da kommt man manchmal nicht so zurecht damit. Also ich stelle auch die Frage noch mal anders. Wie oft bist du wirklich gestolpert, Larissa? Spielt doch keine Rolle. Es ist wahr. Ich glaube, es spielt gar keine Rolle. Bist du wirklich aus der Hängematte gefallen? An manches kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Es war in jedem Fall ein großer Spaß, um das jetzt auch in die richtige Richtung zu bringen. Wie war das denn, wenn man da ankommt und dann liegt man da plötzlich und dann diese Geräusche und das bisschen Reis. Ich meine, als Model ist man das gewöhnt, relativ wenig zu essen. Aber nichtsdestotrotz, das treibt dann ja fast in den Wahnsinn, oder nicht? Und dann der Glatzenpeter, hätte ich jetzt schon fast gesagt, also Winfried Glatzeder neben einem und auf der anderen Seite der Wendler. Ja, das Schlimme war, glaube ich, einfach der Schwefelgeschmack des Wassers, weil wir mussten es ja kochen, bevor wir das getrunken haben. Und es hatte dann so einen Schwefelgeschmack einfach. Und ich war die ganze Zeit ausgetrocknet, hatte ich das Gefühl. Aber am schlimmsten war natürlich einfach dort zu schlafen. Also ich hatte sehr viel Schlafmangel. Und einfach, ich musste wirklich jeden Tag zu einer Prüfung. Und das Problem bei einer Prüfung ist, man muss ja auch hin zur Prüfung und wieder zurück. Allein der Weg war eine Anstrengung. Danach waren die ganzen Klamotten dreckig. Mhm. Und es war grauenhaft. Aber jetzt mittlerweile muss ich sagen, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ja. Wie oft wolltest du raus? Ich hatte eigentlich immer so einen Donald Duck Blick und habe mein Geld vor mir. Ich habe mein Geld irgendwo im Himmel gesehen. Dagobert ist der unsympathische Zeitgenosse. Nein, und es war schon eine Erfahrung. Es war eine gute Erfahrung jetzt am Ende. Und was hast du denn gedacht, dass du gemerkt hast, ich werde Tag für Tag wählen die mich in diese Dschungelprüfungen? Die können mich nicht leiden oder das ein Fehler im System oder was hast du gedacht? Ich dachte, ich muss echt unterhaltsam sein. Irgendwas stimmt da nicht. Stimmt ja auch, warst du ja. Für mich die größte Szene, wie Larissa in diesem Auto, in dieser Stadt. Ich sag mal so, die Dschungelprüfungen, dieser Teil, der war nicht gefaked. Also es war wirklich, wirklich hart. Es war wirklich so. Also alles, was man dann gesehen hat von den Dschungelprüfungen allein, vom Schwierigkeitsgrad her, ich kann mir vorstellen, dass das in echt sogar für mich noch eine größere Herausforderung war, als es jetzt... Beim Fernsehen sieht ja immer alles ein bisschen anders aus. Ja, das sah schon hart aus. Wobei ein schöner... ich sah diesen kleinen Clip, als ich mit Mola die Prüfung hatte. Ja. Und in echt war die Höhe, also es sah viel höher aus, als man jetzt im Fernsehen gesehen hat. Für mich jetzt vom Gefühl her. Und es war schon eine verrückte Zeit in meinem Leben. Was machst du sonst, Larissa? Du bist jemand, der vorzugsweise in Österreich zu Hause ist, in New York lebt? Oder wo siehst du deine Zukunft? Ja, ich bin eine Reisende. Also ich bleibe eigentlich nie lange an einem Ort. Mhm. Ist das im Moment auch besser so? Ich bleibe immer nur so lange, solange es mich jetzt beruflich an einer Stadt festhält, solange ich... Spaß dran habe, aber grundsätzlich bin ich eine Reisende, mich zieht es immer woanders hin. Bei mir weiß man nie, was als nächstes kommt. Und also ich folge meinem Beruf. Mhm. Das ist meine größte Liebe, sozusagen. Und ich liebe New York. New York, also ich kriege Gänsehaut, wenn ich an New York denke. Deswegen weiß ich, dass ich dort auch richtig bin. Aber zurzeit bin ich in Deutschland sehr gut aufgehoben, trainiere gerade für Let's Dance. Habe auch noch andere Projekte und nütze die Zeit hier sinnvoll. Und verdienst Geld, weil man in New York auch viel Geld braucht natürlich. Genau, New York ist eine sehr teure Stadt. Und das Problem in New York ist, dass ich dort, also, oder ist auch gut so, weil keiner kennt mich dort. so ein Fluchtort von mir auch. Aber ist halt sehr teuer und
Ich finanziere mir auch diverse Ausbildungsstunden selber. Ich finanziere mir die Wohnung selber. Mhm. Und ich will jetzt nicht so rüberkommen, als ob Geld alles für mich wäre. Aber ich bin eine Geschäftsfrau. Geld ist ein wichtiger Teil im Leben. Und ich brauche Geld, um meine Wünsche zu erfüllen, um meine Reisen zu finanzieren. So, das ist doch mal eine ehrliche Antwort, finde ich. Und wo versteuert sie, ne? Ich darf sagen, wenn sie dann noch ordentlich Steuern zahlt, dann bin ich auch dafür. Ja, ja, ich zahle immer Steuern. Ja, absolut. Ich weiß ja, wie. Ja, also. Du zahlst dann schon Steuern, ne? Ja. Ja. Entschuldigung. Nicht sehr begeistert. Nein, ich zahle Steuern. Es ist ganz wichtig. Das ist ganz, ganz wichtig. In Österreich oder in New York? Ich bin ja, also ich weiß. Na, ich zahle wirklich Steuern, aber ich kenne mich ja in diesen ganzen in dieser Finanzierungspolitik. Da bin ich froh, dass es dann so Menschen wie Sie gibt, die was darauf Wert legen. Darf ich dir ganz kurz vorstellen, kein Steuerberater, ehemaliger Finanzminister. Ja? Also ich buche mal meinen Flug für New York. Ich habe alle gegoogelt. Ja. Du hast alle, die hier sitzen, gegoogelt? Ich habe alle. Das finde ich gut. Na, man muss ja informiert sein. Absolut. Sage ich auch immer. Was hast du denn, bevor wir gleich zu Katrin Bauerfeind kommen, unter Katrin Bauerfeind gefunden? Ich habe herausgefunden, dass vor allem großen Respekt an ihren Karriereweg und an die ganzen Moderatoren-Shops, welche Sender sie arbeitet. Welche Popstars sie schon interviewt hat und in London die ganzen Sachen für MTV und so weiter. Also ich merke mir das ja. Ich lese das einmal durch und habe ein sehr gutes Gedächtnis. Ich speichere mir das ein, ich vergesse nichts. Du bist gar das nicht so tollpatschig. Das ist ein Irrtum. Also ich habe schon oft gehört, dass Leute sagen, ich vergesse etwas. Ja. Ich bin ein sehr aufmerksames Wesen. Ich vergesse nichts. Nichts. Oh. Larissa, die uns, ich glaube, das darf ich im Namen des deutschen Volkes auch mal sagen, die uns großen Spaß gemacht hat, als fast Dschungelkönigin bis Zweite geworden. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Danke. Die Krone. Danke für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Wirklich viel Freude gemacht hat. So, und